Die gesamten Bevölkerung haben Migrationshintergrund. Das ist eine beeindruckende Zahl und umso mehr beeindruckend daran ist, dass es uns eigentlich gar nicht mehr so wirklich auffällt, dass die Quote so hoch ist. Integration ist eines der ganz großen Themen in Deutschland, Dauerthemen, gesellschaftlich wie politisch. Nicht zuletzt auch durch das Buch von Thilo Sarrazin war die Diskussion um das Thema ja wieder entfacht worden in der jüngsten Vergangenheit. Herzlich willkommen bei Nachgefragt zum Thema Integration und das mit einem Gast, der mit diesem Thema quasi von Geburt an konfrontiert ist. Bora Attermann ist bei mir. Er hat eine Position inne, die es so nur in Regensburg gibt. Er ist nämlich Integrationsbeauftragter der CSU in Regensburg. Etwas Vergleichbares gibt es in keiner anderen Stadt in Bayern. Herzlich willkommen, Herr Attermann. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Attermann, kurz zur Person. Ihre Eltern kommen aus der Türkei. Sie selbst sind 36 Jahre alt. Wie schwer ist es Ihnen und Ihrer Familie? Ihre Eltern haben bei Siemens gearbeitet in Regensburg. Gefallen, sich in Deutschland, in Bayern, in Regensburg zu integrieren? Also es war sehr, sehr schwer. Meine Eltern, die konnten erstens die deutsche Sprache nicht, die war sehr, sehr wichtig. Und sie hatten große Probleme auch mit Behörden. Und sie haben auch sich hier nicht recht gefunden. Also für sie war nur wichtig, also zu arbeiten und wieder nach Hause zu gehen. Und das monoton, also immer das Gleiche in der Richtung. Und sie hatten einfach ein Ziel, arbeiten und wieder zurück in die Heimat. Das war der Ziel. Sie waren bei Pflegeeltern, weil Ihre Eltern eben gearbeitet haben bei Richtig. Siemens. Wie schwer ist Ihnen die Integration gefallen? Sie sind ja in Deutschland geboren. Ich bin hier geboren. Zum Glück, ich konnte mich gut integrieren. Ich bin in Kindergarten, Kinderhort und dann Schule, Berufsschule. Ich habe dann Koch gelernt, danach Kaufmann. Beziehungsweise konnte ich dann mich auch nicht am Anfang so richtig orientieren. Aber mit der Zeit ging das dann, weil ich halt viele deutschsprachige Personen rund um mich hatte, die mir geholfen haben in dieser Richtung. Sind Sie quasi zweisprachig aufgewachsen? Richtig, richtig, richtig. Also ich kann so gut Deutsch, auch wie Türkisch. Ich kann beide Sprachen sehr, sehr gut. Muss aber sagen, dass das nicht einfach ist, beide Sprachen gleichzeitig perfekt zu lernen. Und das erfordert natürlich auch eine gute Ausdauer, weil eben da die zwei Sprachen in Schrift und auch in unserer Sprache, zum Beispiel Türkisch, nicht einfach ist, vieles zu übersetzen. In Deutsch zum Beispiel. Haben Sie sich jemals fremd gefühlt, obwohl Sie hier geboren sind? Fremd habe ich mich nie gefühlt. Also ich fühle mich sehr wohl in dieser Gesellschaft. Es gibt natürlich immer wieder Vorurteile, sicherlich. Und die wollen wir ja abbauen. In dem Sinne, wo ich mich jetzt in diesem Amt mich tätige, dass man gewisse Vorurteile abbaut. Es wird immer wieder geben, auch in Behörden, auch in anderen Gruppierungen, die sicherlich also die Migranten also auch vielleicht eine Rolle spielen wird. Also ich höre oft von Migranten, dass sie Probleme auch mit gewissen behördlichen Institutionen haben, weil sie eben Migranten sind. Aber ich denke, dass dieses Problem werden wir auch in den Griff bekommen. Sie haben Ihr Amt angesprochen, Integrationsbeauftragter bei der Regensburger CSU. Sie selbst sind Moslem, Richtig. Sind aber Mitglied einer Partei, die das C, also das christlich, im Namen trägt. Wie passt das zusammen? Ich muss erstens sagen, also ich bin von der Stadt Regensburg CSU Integrationsbeauftragter vom Kreisverband Aha. gewählt worden. Das muss man auch hier sagen. Und ich selber christlich, weil ich eben mich hier, es haben mich zwei Personen hier, sagen wir mal, habe ich ein Vorbild. Der erste ist der, da wo ich damals 16 Jahre alt war, habe ich damals den langjährigen Stadtrat Hans Rentner kennengelernt. Der war damals sehr aktiv im bürgerlichen, also so Probleme mhm. hatten, konnten die Bürger zu ihm kommen und damals habe ich ihn beobachtet, hat mir gut gefallen und habe dann gesagt, ich werde auch in die Politik gehen. Und der Bruder vom Papst, die Familie, auch die Frau Heindl, die Haushälterin, die haben mich auch überzeugt, dass ich in diese Richtung gehen sollte und dann bin ich in diesen Schritt gegangen. Mhm. Generell suchen Sie ja in gewisser Weise auch die Nähe zur katholischen Kirche, in Anführungszeichen, insofern als es Richtig. Gibt Fotos von Ihnen, wo Sie Strudel essen mit dem Papstbruder, den die Richtig. Frau Heindl gekocht hat. Dann Richtig. Sind Sie auch befreundet gewesen, hatten guten Kontakt zu Fürst Albert von Ton und Taxis. Richtig. Warum diese Nähe zur katholischen Kirche? Sind Sie da irgendwie ein bisschen werteorientiert auch? Also die katholische Kirche hat damals durch eben, da wo ich in einer bayerischen Familie aufgewachsen bin,
die haben mir vieles in der Richtung, also ich bin auch zur Kommunion gegangen, ich bin auch in die Kirche mitgegangen, ich habe vieles miterlebt und ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt in der deutschen Gesellschaft bzw. bayerischen Gesellschaft und habe dann gesagt, diese Sache muss ich weiterführen, weil ich einfach mich frei gefühlt hatte, nicht irgendwelchen Zwang gehabt habe. Viele sagen auch, gewisse ausländische Leute sagen, wie kannst du zur christlichen Partei gehören oder wie kannst du christlich denken? Ich denke einfach, wo man sich wohlfühlt, da soll man bleiben. Und ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und ich bleibe bei meiner Entscheidung. Also es gibt aber auch diese kritischen Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, warum engagierst du dich nicht mehr als Moslem? Richtig. Also das tue ich natürlich auch. Deswegen bin ich ja jetzt Integrationsbeauftragter der CSU Stadt Regensburg im Kreisverband gewählt worden. Wir wollen eine Integrationsabteilung wollen wir machen. Unser Ziel ist es, eine Integrationsabteilung zu gründen, wo wir ein Beispiel in Erlangen haben. Und dieses Beispiel möchte ich in Regensburg auch haben. Das heißt, das Integrationsabteilung dient dazu, das ist so ähnlich wie ein Ordnungsamt, Gewerbeamt, Arbeitsamt oder dass es im Oberbürgermeister unterstellt ist und dass man die Probleme eben, weil wir so viele Muslime auch haben, dass man dann in dieser Richtung denen helfen kann, wo man Probleme auch lösen kann insgesamt. Wie sieht denn Ihre Arbeit in der Funktion, in der Praxis ganz allgemein im Moment aus? Kommen die Leute zu Ihnen? Müssen Sie auf die Leute zugehen? Die Leute kommen auf mich zu. Sie befürchten, sie haben große Probleme. Sie würden auch gerne in einer Partei, auch Migranten, die deutsche Staatsbürgerschaft haben hier Probleme. Sie wissen nicht, wie sie sich orientieren müssen. Sie haben zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, aber haben keine Ahnung, wo sie sich hin orientieren sollen. Und auch Moscheenleiter, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die Moscheen führen, haben auch große Probleme. Und ich sehe schon, es wird ein sehr, sehr großes Problem, die wir einfach nicht so fertig werden können, weil wir haben dieses Problem unterschätzt. Und wir werden das auch mit der CSU bzw. im Kreisverband intensiv sprechen. Und deswegen wollen wir eine Integrationsabteilung haben, die dann in der Zukunft Tausende von Muslimen, sprich in Regensburg, auch für Bayern sehr interessant ist, dass wir so einen Ansprechpartner auch in dieser Richtung haben, behördlich auch gesehen. Also brauchen wir dringend, ist notwendig, eben weil wir so hohe muslimische Zahlen haben. Wenn Sie sagen, dass in Regensburg wirklich viele ausgeprägte Probleme in Sachen Integration gibt? Ja, wir haben große ausgeprägte Integration, weil eben die Leute sich im Stich gelassen fühlen. Sie fühlen sich einfach ausgegrenzt. Sie fühlen sich einfach nicht willkommen. Und wir wollen denen eben das übermitteln, dass wir einfach das Gefühl übermitteln, dass wir für sie da sind, dass wir sie nicht im Stich lassen werden und unser Bestes auch geben, wie wir hier die Integration mit Erfolg machen können. Beziehungsweise, ich sage immer zu den Migranten, lernst die deutsche Sprache, das ist wichtig. Ob alt oder jung, macht überhaupt nichts aus. Die Sprache ist sehr, sehr wichtig, damit wir überhaupt einen Dialog führen können. Und ich denke, dass das jetzt mittlerweile klappt in dieser Richtung. Sie sprechen das Thema Sprache an, wird immer als zentraler Punkt in Sachen Integration gesehen. Gibt es in Regensburg aus Ihrer Sicht da tatsächlich Brennpunkte, vielleicht sogar Stadtteile, wo es das Thema Parallelgesellschaften will ich jetzt gar nicht ansprechen, aber wo es sowas in der Art gibt? Wir haben natürlich Parallelgesellschaften, so wie bei russischen Aussiedlern und auch bei Türken und bei Muslimen überwiegend. Wir haben Ghettobildungen sicherlich. Wir haben, so wie jetzt bei Reich und Arm, haben wir hier zwischen Deutsch und Migranten oder Muslime die gleichen parallele Probleme wie jetzt mit Reich und Arm, kann man gleich vergleichen. Also die haben wir und die dürfen wir nicht unterschätzen. Und die werden mit der Zeit auch immer mehr in dieser Richtung. Wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie ja wirklich ein Hilfsangebot auch den Menschen unterbreiten, richtig, damit sie sich besser integrieren können. Wie sieht das konkret aus? Wie soll das aussehen in Zukunft? Also das soll so, also meine Vorstellung ist, dass wir eine Integrationsabteilung, ich sage das noch einmal, machen, dass wir hier zum Beispiel mit Behörden, Schulen, Jugendzentrumen, also die Integration fängt ja schon mit klein an, mit Kindergarten. Und hier gibt es keine, also bis zu Heranwachsenden, dass wir hier in dieser
Form, also hier gibt es kein Alter, wir müssen jedes Alter mitnehmen und eben, dass man Behörde hier einrichtet, indem man Informationen dann sammelt, die auswertet, ob jetzt Behörden, Schulen, Sozialeinrichtungen und einfach dann die, in dieser Abteilung die Lösungen findet. So stelle ich mir das vor. Welche Entwicklung sehen Sie denn beim Thema Integration? Würden Sie sagen, da hat sich schon vieles verbessert, auch im Bewusstsein sowohl der Migranten als auch bei den Deutschen? Ich spreche jetzt mal prominente Beispiele an, wenn ein Fußballer, der mit polnischem Hintergrund ein Tor schießt, jubeln alle. Wenn Mesut Özil ein Tor schießt, jubeln auch alle. Hat sich da schon ein bisschen was verändert im Bewusstsein? Ich denke schon. Also ich denke, dass die Menschen, die Migranten, die Muslime sich jetzt mittlerweile positiv mitwirken an der Gesellschaft, aber nicht ausreichend. Und das habe ich immer wieder betont, dass wir in dieser Richtung, es reicht nicht, wenn nur ein paar hier Vorbilder sind und die Masse wird hier einfach stehen gelassen. Wir sorgen dafür, dass insgesamt alle mitgenommen werden. Ob wir alle mitnehmen können, weiß ich nicht, aber unser Ziel ist es. Und ich denke einfach, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir nicht nur ein paar Leute hier Vorbilder zeigen, weil wir wenige haben eben Vorbilder, auch in Regensburg. Wir brauchen viel, viel mehr Leute, die sich hier, sagen wir mal, in die Gesellschaft richtig anpassen und auch danach schöne Berufe auch erlernen und haben. Das ist unser Ziel. Also man muss auch was vorleben, um den Leuten positiv Beispiel richtig, zu geben. Richtig, absolut. Herr Attermann, ich sage danke für das Gespräch und wünsche Ihnen toi, toi, toi bei Ihrer Arbeit. Sie werden viel Arbeit vor sich haben. Danke. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich danke fürs Zusehen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Der Regensburger Ratskeller, mittelalterliche